In Marokko sinken nach dem schweren Erdbeben von Freitagnacht die Chancen, noch Überlebende zu finden. Nach jüngsten Angaben des marokkanischen Innenministeriums gibt es mehr als 2.900 Tote. Die Zahl der Verletzten liegt bei 5.530 Menschen. Deren Versorgung gestaltet sich schwierig. Die Sorge wächst, dass in der betroffenen Region Seuchen ausbrechen könnten. In der am stärksten betroffenen Region südlich von Marrakesch werden noch immer neue Opfer entdeckt. We are seeking 100 million Swiss francs to be able to deliver on the most pressing needs at this time, which include health, water, sanitation and hygiene, shelter, relief items and basic needs. Die Regierung in Marokko steht unter Druck, internationale Hilfe anzunehmen. Bislang hat das nordafrikanische Land nur Unterstützung aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten angenommen. مستودعات مركزية أول اللي احنا متواجدين فيه هنا على مستوى مدينة مراكش اللي كيتم فيه توزيع وتجميع جميع الإعانات المادية والعينية اللي كتوصل. Marokkos König Mohammed VI. Hat unterdessen das Erdbebengebiet besucht, um sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Bei einem Krankenhausaufenthalt in Marrakesch spendete er Blut.